Hallo und willkommen zu einem kleinen Video, auf welches wahrscheinlich 4 oder 5 von euch mittlerweile doch schon warten. Ich spreche natürlich von der Auflösung meines kleinen Giveaways zu Gianna Sisters Twisted Dreams. Ich begrüße euch. Ja, wie ihr vielleicht noch wisst, vor knapp einer Woche oder vor 14 Tagen, ich bin mir selbst gerade nicht mehr so ganz sicher, wobei ich könnte ja hier gucken, 22.11., puh, ja, das ist doch jetzt, ja, nicht ganz 2 Wochen ist es, ja. Habe ich ja dieses Video hier hochgeladen zu Gianna Sisters, welches ein kleines Giveaway darstellen sollte. Und ja, jetzt werde ich hier live in Farbe und in Pixeln oder im Pixelbrei werde ich den Gewinner oder die Gewinnerin ziehen. Ja, vorneweg möchte ich mich natürlich bei den 5 Mitspielern, nenne ich sie jetzt einfach mal, bedanken, die hier tatsächlich das Video geguckt haben, die sich die Zeit genommen haben und natürlich das Wichtigste, die hier auch einen Kommentar hinterlassen haben. Ihr wisst wahrscheinlich, ich habe euch gebeten, hier einen Satz zu hinterlassen. Gut, es wurden bei manchen wurden es mehrere Sätze, aber das ist völlig egal. Wie gesagt, da war eurer Kreativität ja keine Grenze gesetzt. Indem ihr mir kurz beschreibt oder kurz sagt, wie eure Traumwelt aussieht oder was in eurer Traumwelt existiert und so weiter und so fort. Und ja, 5 Leute haben tatsächlich mitgemacht und ich werde jetzt vorneweg erstmal kurz diese 5, ja, wie gesagt, Mitspieler werde ich kurz erwähnen, werde auch die Kommentare vorlesen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Falls nicht, muss mir der oder diejenige Bescheid geben, dann werde ich das Video auch wieder runternehmen. Aber vorerst werde ich das einfach mal so machen. Und lange Rede, gar keinen Sinn. Wir starten jetzt mit den Kommentaren zu diesem Giveaway. Und als erstes haben wir hier stehen, also ich werde das jetzt nicht chronologisch vorlesen, sondern so wie ich es hier stehen habe. Der erste Kommentar ist von Zenovia XS, die hier auch so eine kurze Schilderung ihrer Traumwelt gegeben hat. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ja. So. Ich liebe das Wort. So. In meiner Traumwelt ist alles möglich. Surreal, blutig, traurig, grausam, furchteinflößend, bis hin zu überaus klar, luzid, schweben, fliegen, cineastisch, weitblickend, wundervoll. Ebenso oft, wie man mich versucht, im Traum zu erstechen, erschießen und dies auch oft unter sehr unangenehmen Gefühlen geschieht, bin ich diejenige, die andere in sexuelle Handlungen einbindet, mit entgegengesetzten Gefühlen. Und um schlussendlich ein Beispiel zu liefern, es ist möglich, durch Spiegel zu gehen. Ja, ich muss sagen, ich habe diesen Kommentar, also erstmal noch danke, liebe Zenovia. Ich habe diesen Kommentar wirklich öfters oder mehrmals gelesen und fand ihn einfach wirklich nur toll. Sehr tiefgründig und um dein Wort auch hier zu verwenden, sehr weitblickend. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank dafür. Und wir gucken zum nächsten Kommentar, der hier kommt von Pianalis. Ja, und dieser hat das Ganze ja, mit einem kurzen, prägnanten Satz auf den Punkt gebracht. Und zwar, in meiner Traumwelt hüpfen überall pinke Kängurus rum. Ja, ich musste wirklich schmunzeln. Ich danke dir für diesen Kommentar. Habe mir das dann natürlich auch gleich mal bildlich vorgestellt. Und ich muss sagen, ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich mag Kängurus ja sehr, aber die Farbe, ja, also da, ich glaube, da würde ich doch dann auch selbst Pink bevorzugen, ehrlich gesagt. Im Vergleich zu ihrer Naturfarbe. Und ja, natürlich, ich habe ja auch geschrieben, accepted. Also auch du bist mit dabei, genauso wie Zenovia. Und damit auch zum nächsten Kommentar, der hier kommt von Seelenqual 13. Ja, die war zwar scheinbar etwas verwirrt, im Sinne von Spielecode, Fragezeichen. Aber auch sie hat einen Kommentar hinterlassen, auch sehr kurz, sehr prägnant und trotzdem meiner Meinung nach auch sehr treffend, sehr schön. Und zwar, in meiner Traumwelt ist nichts vergänglich. Ja, wie gesagt, sehr kurz, aber auf den Punkt gebracht und fand ich auch sehr, sehr schön. Deshalb natürlich auch du mit dabei, liebe Seelenqual. Und als nächsten haben wir dann hier noch, als vierten, glaube ich, haben wir Plague on Stage. Und ich denke, dass du wahrscheinlich der einzige männliche Vertreter bist, der hier auch teilgenommen hat. Also ich möchte dir jetzt hier nichts unterstellen. Kann auch sein, dass du eine Frau bist. Ich weiß es nicht, aber ich denke doch, dass du ein männlicher Vertreter bist. Und zwar hast du auch etwas mehr geschrieben, wofür ich dir auch danke. Hat mir sehr gut gefallen. Und zwar, in meiner Traumwelt schlafe ich ewig. Keine Sekunde, keine Minute, kein Augenblick, der mir mein Dasein nimmt.
Meine Gedanken zersetzen die Welt und bauen sie immer und immer wieder auf. In meiner Traumwelt bin ich kein Mensch, kein Tier, nicht einmal eine Existenz. Was kann ich machen? Wie soll ich zeigen, wenn alles Lüge und Wahrheit gleich beisammen den Weg aus meiner Welt suchen? Doch der Gedanke bringt mich zum Lachen, abermals denselben Traum in meiner Welt zu erleben. Ja, ich muss sagen, auch diesen Kommentar habe ich ein paar Mal gelesen und ja, ich finde auch diesen oder diese Hinterlassenschaft finde ich sehr, sehr schön. Auch sehr tiefgründig, sehr ja, schön kommentiert. Beinahe schon fast ein bisschen philosophisch. Hat mir wirklich gut gefallen. Aber du weißt, beziehungsweise ihr wisst, es geht hier nicht um subjektives Gefallen, Empfinden, sondern einfach nur darum, dass ihr eben einen Kommentar hinterlassen habt. Und daher bist natürlich auch du mit von der Partie. Und ich glaube, einen Kommentar haben wir noch, genau, und zwar von Anonymous, die das Ganze mit etwas ja, Humor verpackt hat, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, musste ich wirklich auch schmunzeln. Und zwar hat sie geschrieben, in meiner Traumwelt habe ich eine Taste auf der Tastatur, mit der ich Chatpartner eine Backpfeife geben kann oder einen Schlag auf den Hinterkopf. Ja, fand ich einfach nur toll, ganz ehrlich, allein die Vorstellung, ich glaube, die Taste müsste ich alle 2 Monate wechseln bzw. ersetzen, die wäre sehr, sehr schnell durch bei mir. Und ja, also wie gesagt, gefällt mir sehr, sehr gut. Auch dir ein Dankeschön fürs Teilnehmen, liebe Anne. Und ja, jetzt vom langweiligen Part zum Interessanten. Jetzt werden wir natürlich hier auslosen oder ich werde auslosen, wer hier dieses Spiel bekommen möge. Und dazu, ja, muss ich mich gleich mal entschuldigen, denn es wird wirklich ein Pixelbrei. Ich habe hier nur eine 0815 Webcam zur Verfügung. Ich wollte mir eigentlich die Cam meines Bruders ausleihen, allerdings scheint der momentan etwas unerreichbar zu sein. Ich habe keine Ahnung warum oder wo er sich gerade rumtreibt. Und da ich hier nicht noch viel länger warten wollte, hier keine Ahnung, wann ich an diese Cam gekommen wäre, werde ich das Ganze eben mit einer stinknormalen Webcam aufnehmen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und ja, damit jetzt auch wirklich genug gelabert, los geht's mit der eigentlichen Verlosung, in Anführungszeichen. Und ich wünsche euch viel Glück und viel Spaß dabei. Ja, hier sieht man schon, nicht erschrecken. Ja, meine Hand. Mehr werdet ihr auch nicht sehen von mir, keine Sorge. Und ja, meine Standardmaus. Ja, ich habe, wie gesagt, nur eine Webcam zur Verfügung. Ich hätte jetzt natürlich auch ein einzelnes Video mit der Webcam machen können. Allerdings, muss ich sagen, hätte ich da ein Problem im Sinne von Formats Inkompatibilität. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Also das Video der Webcam wäre nur ein WMV-Format, glaube ich, welches ich mit meinem Standardprogramm nicht öffnen kann. Deshalb habe ich mich jetzt entschieden, einfach den Bildschirm aufzunehmen. Ich hoffe, man erkennt genug. Ja, wie auch immer. Wie gesagt, ich entschuldige mich für diesen Pixelbrei und jetzt werde ich aber jetzt auch endlich loslegen hier, sonst wird das ein 20-Minuten-Video, in dem ihr gar nichts mitkriegt. So, zur Sachlage. Ich habe hier 5 Zettel vor mir liegen, die ich euch auch gleich nochmal zeigen werde. Ich habe natürlich eure Namen auf diesen Zettel geschrieben oder auf diese Zettel, Mehrzahl und so, ne? Und diese werde ich gleich in eine kleine, feine Schüssel werfen und werde daraus eben einen Zettel ziehen. So, also, ja, wie gesagt, die Zettel sind alle gleich groß, sie sind alle gleich weiß. Und wie gesagt, ich werde euch jetzt auch kurz mal die Namen zeigen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Also hier haben wir zum Beispiel Seelenqual 13. Gott, ich zittere, ich muss unbedingt aufhören zu rauchen, ganz ehrlich. So, mache ich auch wieder zu. Leg den zur Seite. Dann haben wir hier, oder habe ich hier, ich glaube das war Playeck on Stage. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen. Ich weiß, es ist sehr, sehr pixelig. Und ja. Aber ihr müsst mir, oder ja, in dem Fall müsst ihr mir fast einfach vertrauen, dass ich hier nichts manipuliere oder dergleichen. Hätte auch keinen Sinn, warum sollte ich das machen? Der nächste oder die nächste ist Pianalis, die ich hier natürlich auch kurz hingekritzelt habe. Und ja, ich kann jetzt hier auch mal kurz noch die Rückseite zeigen. Kann ich auch bei den anderen beiden noch, damit ihr auch wirklich sicher sein könnt, ich habe hier nichts markiert oder dergleichen. So, okay, das war Pianalis. Wir hatten Playeck und das müsste dann Seelenqual gewesen sein. Nein, war sie nicht. Ja, sehr schön. Wie gesagt, ich weiß ja nicht mal, was ich gerade weggelegt habe. Genau das hier war Seelenqual.
Und auch hier die Rückseite, wie gesagt, hier alles weiß, kein Strich, nichts, keine farbliche Markierung oder sonstiges. Wie gesagt, ich hätte davon auch gar nichts. Dann hätte ich es ja sowieso einfach gleich irgendjemandem geben können, den ich vielleicht jetzt irgendwie sympathisch finde oder bla bla. So, zum nächsten Zettel. Hier haben wir die Zenovia XS. Und auch hier kurz die Rückseite. Ja, ja, alles weiß. Ja, räumliches Denken und so war noch nie mein Fall. So. Und dann müsste die letzte natürlich, last but not least, die Anne sein. Genau, Anonymous. Auch hier die Rückseite. Ich hoffe, ihr seht das. Nichts markiert, nichts farbig. Und so, wie gesagt, die Zettel sind alle gleich groß, sind alle gleich gefalten. Ich sehe hier gar nichts. Ja. Ich sehe auch nicht hier irgendwie den Durchdruck des Namens oder dergleichen. Dazu sehe ich auch viel zu schlecht, um es mal ganz offen zu sagen, auf den Punkt zu bringen. So, liebe Leute, dann werde ich jetzt hier meine Magic. Okay, gut. Ich habe gerade das Wort für Schüssel vergessen. Bowl. Ja, wie auch immer. In die werde ich jetzt hier auch die Zettel reinwerfen. Das werde ich natürlich auch live machen. Also hier ist der erste Zettel. Wie gesagt, ich weiß schon nicht mehr, welcher Namen habt, etc. Hier ist der zweite. Hier ist der dritte. Dum-di-dum-di-dum. Hier ist der vierte. Und last but not least, der fünfte Zettel. So, jetzt natürlich, ich wünschte, ich hätte eine Losfee oder eine Glücksfee, habe ich leider nicht. Und ich glaube, meine Katze ist auch gerade nicht zur Stelle. Nö. Keine Ahnung, wo die gerade rumschwirrt, aber ist ja auch egal. Ich werde jetzt natürlich hier so mal kurz ein bisschen durchmischen noch. Und dann werde ich aus diesen fünf Zetteln hier einen ziehen. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch viel Glück dabei und viel Spaß. Dann mal das Ganze mal gut durchmischen. Oh, ist das ein Zettel rausgeflogen? Ne, ist nicht rausgeflogen. Alles klar. So. Jetzt ist einer rausgeflogen. Kommt wieder rein, wird nochmal durchgemischt, natürlich. Wie gesagt, hier soll alles seine Richtigkeit haben. So, nochmal hier von oben nach unten und rechts, links und im Kreis und ach, hast du nicht gesehen? So, ich glaube, jetzt sollte das langsam wirklich. Oh, das wird wahrscheinlich auch als Video gar nicht mehr gut zu sehen sein. Ich sollte etwas langsamer machen. So, wie gesagt, ich sehe hier jetzt gar nichts. Kling, kling, klirre, klirre. Sehr schön. So, ja. Ich hoffe, ihr habt gesehen, ich habe doch eigentlich ganz gut durchgemischt, würde ich sagen. Und ich werde jetzt eben hier einen Zettel rauspicken. Und zwar den hier, den ich jetzt hier in der Hand habe. Werde die Schüssel wieder wegstellen. Und werde jetzt hier diesen Zettel öffnen. Und dann gucken wir mal, wer das Ding dann schlussendlich bekommt. And the winner is. ja, ich würde sagen. Lest selbst. Es ist Zenovia XS. Ja, was soll ich dazu sagen? Außer, ich gratuliere dir. Ich gratuliere dir zu dem Spielecode von Gianna Sisters, Twisted Dreams. Und um nochmal zu zeigen, dass hier nichts getürkt ist, jetzt nochmal die anderen vier Zettel, die ich auch hier jetzt rausnehme. Seelenqual 13. Playeck on, ja, das P habe ich gerade verteckt, sorry. Playeck on Stage. Dann kann hier nur noch Pianalis und Anonymous drin sein. Genau, Pianalis. Und die gut, das soll es dann eigentlich auch schon gewesen sein. Ich, wie gesagt, bedanke mich bei allen Teilnehmern, Teilnehmerinnen. Und ja, tut mir leid für die, die nicht hier gewonnen haben quasi. Aber seid versichert, es wird in Zukunft auch immer wieder mal so ein kleines Giveaway geben. Nicht regelmäßig jetzt, aber wenn ich mal wieder irgendwie was rumliegen habe, dann wird es natürlich ein weiteres geben. Vielleicht werde ich es dann auch so machen, dass die Person, also in dem Fall jetzt Sinovia, die hier quasi gewonnen hat, dass die vielleicht gar nicht mehr teilnehmen darf. Ist zwar vielleicht etwas unfair, aber fairer für die anderen, würde ich jetzt mal so behaupten.
Das weiß ich noch nicht. Also es ist auch wirklich jetzt noch länger hin wahrscheinlich, bis zu einem nächsten Dingens in der Form. Das muss ich mir echt einfach nochmal überlegen. Ja, und in diesem Sinne, wie gesagt, nochmal ein Dankeschön für alle, die teilgenommen haben. Sorry für die, bei denen es eben diesmal nicht geklappt hat. Aber ich wünsche euch natürlich einen schönen Tag. Habt noch eine schöne Zeit. Habt eine schöne Vorweihnachtszeit mit ein bisschen Schnee und Kälte und was auch immer. Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, beziehungsweise wenn ich euch das nächste Mal wieder begrüßen darf, wenn es das heißt Let's Play, Let's Talk, Let's bla bla, Let's Play Along, was auch immer, ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, wie gesagt, bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit und ciao, ciao.